Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Ich sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen was kochen. Vor allem die ganzen stalen Sachen nach Möglichkeit vertun. Aber nur nach Möglichkeit. Gut, den Brokkoli kriege ich weg. Habe ich bestimmt noch haufenweise Eier, oder? Ach nö, verpackter Mais, warum nicht? Okay, zurück zur Pfanne. Ja, ich habe bloß noch mittelmäßige Erdbeeren. Wollte ich sagen, muss die Wild. Ich packe mal lieber die Wilderdbeeren rein, weil die schmecken tatsächlich noch ein bisschen anders. Wie unglücklich macht wohl eine Schüssel voll Erdbeeren? Wahrscheinlich unglaublich unglücklich. Oh, 45, wie schlimm ist es? Minus 25. Halbes Kilo Erdbeeren, ja, ist echt übel. Richtig, richtig übel. So eine Schüssel mit Erdbeeren, ich finde, es ist grausam, wie der Typ sich ernährt hier. Regelrecht unmenschlich. Noch gekochte Eier? So, befülle Kochtopf. Da machen wir noch eine schöne, dicke Suppe. Ingwer, ja, ich glaube, den könnte man auch finden. Ein paar Eier in der Suppe. Warum nicht? Ich zieh mir jetzt rein, was geht. Muss doch einen Kohlkopf wegkriegen. Ach, Kohlkopf ist echt ergiebig. Auch dieser Käse hier. Wie viel kann ich da rausholen? Ich meine, so ein Ei ist sofort weg, wenn ich es reingebe, aber...
Gut, restliche Käse. Es hört nicht auf. Ich krieg das nicht weg. Jetzt. Jetzt besser. Na, ja, dauert lange, bis es gut durchgekocht ist. Oh, 600. Ja, der Kohl. Wer ist so schön, das macht den Kohl nicht fett. Oh, anscheinend doch. 3 Kilo davon. Ja, die Eier muss ich dann auch mal langsam vertun. Aber jetzt können wir erstmal wieder bauen. Der Regen passt mir zwar gerade nicht, aber das ist schon okay. Erntebereit, perfekt. Ich glaube, als nächstes gucke ich mal, dass ich die Treppe baue, weil die Treppe braucht halt sau viel. Nicht abbauen. Ah, ich habe keinen Hammer mehr dabei, weil ich ein Idiot bin. Ich habe den Hammer vergessen. Ah, die Nägel habe ich doch wenigstens, oder? Ja, die Nägel habe ich, aber ich habe den Hammer nicht mehr dabei. Oh, Kompost sieht gut aus. Ja, ist aber doch nicht so viel. Ein Hammer bitte. Einmal Sojakraftfutter. Sojakraftfutter. Treppe. Kriegen das nur die Richtung? Ach, so sei es. Ich dachte, das ging in die andere Richtung. Machen wir den Boden schnell fertig und dann fangen wir an, oben weiter zu bauen. Bei der Höhe passiert noch nichts, wenn du runterfällst. Kriegst nur ein bisschen Schaden. Hier ein bisschen. Außer du bist sehr, sehr stark überladen. Dann kann es schon sein, dass du dir was brichst, wenn es ganz beschissen läuft. Weil es auch um das Gewicht geht, rein theoretisch. Was du hast und wie es um deine Umgebung ist. Ah, Freeman, hi. Counter-Strike.
Lange her, dass du das gespielt hast, glaube ich. Ah ja, man hört die ballern, wie es aussieht. Was gegen essen. Krieg bauen. Ja, ich glaube, so können wir es machen. Gut. Ah, ist egal. Ist halt um eins versetzt. Kein Holz mehr. Ich will halt so weit kommen, dass ich wenigstens mit der zweiten Etage anfangen kann. Jetzt, ich habe jetzt wieder eine verkürzte Aufnahme, weil ich dann Pizzadom werde. Mit meiner Frau. Ui, bin ich am Arsch. Nach und nach. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Es ist zwar zum Großteil niedergebrannt an einem Tag, aber ja. Das ist eine andere Geschichte. Da fällt mir gerade ein, hier oben lag doch noch irgendwo. Hier, habe ich doch Zeug hingeschmissen. Gut, die Türangeln brauche ich sogar. Gut. Die sind sogar unglaublich wichtig. Oh, das war das Falsche. Egal. Kann ich halt ein paar weniger aufnehmen. Wenn ich jetzt noch langsam highlighte, wäre das echt scheiße, so rumzurennen tatsächlich, weil da verlierst du richtig Leben.
glaube, ich brauche mal schnell ein paar Türen. Nicht Türrahmen. Sind noch ein paar Scharniere weg. Okay, noch einmal, dann haben wir es. Sobald ich ein Stockwerk, also wenn ich noch ein Stockwerk drauf baue, dann hast du auf jeden Fall immer einen Beinbruch. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Zumindest habe ich es noch nicht ohne geschafft. So. Perfekt. Fast ein Kilo Nägel noch. Also endlich muss dann auch mal mein Inventar ein bisschen ausleeren. Da an. Okay. Die ersten Lagerkisten. Macht das automatisch auf? Ja. Bin bloß noch nicht so sicher, wie ich die baue. Oh, hier ein. Oh, ich habe nicht genug, oder? Doch, eigentlich schon. Warum baust du das? Na, geht doch. Eine geht noch. Da in die Ecke. Können wir das noch? Ist noch was zu essen dabei? Ah, ist schon ziemlich voll da hinten. Rennen ist gerade überhaupt nicht drin, aber es wundert mich auch nicht. Ich bin auch in der Bauphase. Ja, da sind noch einige Bretter übrig. Wie geht's mir? Außer, dass ich abnehme. Aber ich bin ziemlich fit. Wenn ich tatsächlich noch ein bisschen... In der Winterzeit könnte ich rein theoretisch auch jeden Tag trainieren. Viel zu tun ist ja dann eh nicht. Das soll für den Anfang reichen. Bauen wir jetzt hier oben weiter. Kann sein, dass ich das hier oben eins breiter machen muss. Da muss ich erstmal schauen, wie ich mit der Treppe hinkomme. Hier hinten hätte ich dann gerne so ein Lebensmittellager, so ein kleineres. Hier kommt dann mein Schlafzimmer hin.
Rein theoretisch wäre das jetzt schon so ein rudimentäres Haus. Aber wenn ich schon in der Apokalypse lebe, dann möchte ich auch ein bisschen besser leben. Nach Möglichkeit zumindest. Oh, er ist ziemlich im Eimer. Die Äste muss ich da. Ja, das mache ich später. Das schmeißen wir alles dann später auf den Haufen. So wie immer. Wie viel braucht man? Nur ein Nagel. Echt sparsamer Fußboden, wenn ich so ehrlich bin. Also nur einen Nagel. Ich meine, das sind so 4, 6, 8. Allein auf dem Bild sind 20 Nägel verbraucht. Ich muss dann gleich schon mal neue holen. Karottentauten könnten fertig sein. Naja, wenigstens die Vorräte werden jetzt erstmal nicht mehr nass. Ist doch auch was. Gramm, 1,5 Kilo Türklinken. Sind Türklinken wirklich so schwer? Ja, könnte schon, ja doch, eigentlich schon. Erntebereite Karotten, da warten wir noch ein bisschen. Was ist das hier eigentlich? Das hat was von Rosen. Und ich werde irgendwie überhaupt nicht nass, oder? Jetzt sind wir auf 7 Kilo runter, weil wir das ganze Zeug nicht mehr bei uns haben. Wird Zeit, was zu essen zu machen. Oder erstmal was zu essen. Ins Bett zu gehen. Kohlkopfei. Schon was steil? Ja, die ganzen Erdbeeren natürlich.
Wie schön lange die frisch bleiben, vor allem. Möchte ich nur mal festhalten. Das ist ja gerade mal 500 Kalorien, so ein Riesentopf voll. Eigentlich total unlogisch. Ist nicht ganz voll? Okay. Ja, die Spüle ist leer, wie es aussieht. Darauf fallen setze ich jetzt erstmal nicht mehr. Die Zeit lang. Ich brauche jetzt erstmal Wasser für die. Für den Eintopf. An Wasser mangelt es ja nicht in letzter Zeit. Sehr schön. Okay. Oh ja, die gute verrottete Milch könnte ich reinpacken. Aber Ei und Kohl wird erstmal meine Nahrung sein. Ich weiß nicht, wie lange die Eier halten, aber wahrscheinlich nicht ewig. Ah, nur 56 Kalorien. Die Apokalypse ist eigentlich perfekt, um abzunehmen, wenn ich so drüber nachdenke. Im Grunde, wenn du nicht mehr ständig permanenten Zugang zu diesen stark verarbeiteten Lebensmitteln hast, wird das auch echt schwierig, gewichtsmäßig zuzunehmen. Außer du hast jetzt vielleicht ständig richtiges Jagdglück und hast sowas wie Wildschwein permanent auf dem Speiseplan. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du doch ganz gut zunehmen kannst. Aber mit normalem Essen und vor allem musst du dich dann bewegen, wird das schon ein bisschen schwerer. Okay, da ist wieder was kaputt gegangen, wie es aussieht. Zurückgehend. Ja, Kartoffeln. Schüssel. Oh, noch ein paar Nägel fällt mir gerade ein. Lange werden die nicht mehr reichen. Schachtel mit Nägeln. Da war die Nadel, die habe ich tatsächlich wirklich gefunden. Die lag draußen. Oh ja, achtmal gibt's das. Das könnte sogar reichen. Zumindest lange.
Pack mal da rein. Das wird. Da lagen noch ein paar Maden, aber die brauche ich jetzt nicht. So. Das Segen bitte. Bei der max höheren Geschwindigkeit komme ich dann teilweise nicht mehr daher. Auch nicht so gut. So. Geht natürlich nicht, weil wir ein bisschen zu voll sind. Packen wir das raus. Und könnte es klappen. Jetzt könnte es passen. Ich frage mich gerade. Noch was. Mache ich mal lieber so. Aber da baue ich, muss ich erstmal das hier fertig machen, auf jeden Fall. Sonst komme ich da nicht mehr hin. Unter Umständen. Mal sehen, wie er das macht. Okay, so. Noch ein klein bisschen, dann könnte ich Gips anrühren. Ich mag dieses Lied. Ei und Kohlkopfsuppe. Oh, so leckere Speckkraut, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Wenn ich darüber nachdenke. Kriegst du das hin? Oh ja, besser als ich dachte. Aber doch lieber auf dem Boden. Erstmal weiter. Und wenigstens das hier vorne sicher haben. Ja, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, der mir das Zeug einfach bringen würde, könnte ich mit nicht nur doppelter Geschwindigkeit bauen.
Natürlich gehört da rein dann auch noch eine Menge an Sachen, die man so zum Leben braucht. Also damit ist jetzt nicht Essen und sowas gemeint, sondern... Irgendwie ist das noch so voll. Ich muss das echt mal ausmisten ein bisschen wahrscheinlich. Damit ich auch wirklich mehr tragen kann. Oh, das war's schon wieder. Ich glaube, danach soll ich mich mal irgendwo ausruhen. Vielleicht noch mal was kochen. Bauen. Treppe. Ich glaube, ich mach's mal so. Da kann ich zwar einen Stockwerk tiefer fallen, das sieht vielleicht auch nicht perfekt aus. Warte. Oder so. Ich glaube, ich versuch's mal. So. Ja, ich mach's mal so. Ja, Treppen brauchen viel. So laufe ich auch nicht Gefahr, dass ich einen Stockwerk tiefer falle aus Versehen mal. Er muss so Dünnpfiff haben. Okay. Es ist jetzt 11 Uhr. Der Typ ist schon wieder total am Ende, körperlich. Eier und Kohlkopf. Jetzt kommt die Müdigkeit. Viermal Erdbeere. Solange die Pilze noch frisch sind, verarbeite ich sie nicht. Vor allem die Eier will ich haben wegen dem Protein. Ich könnte aber auch eine Kartoffel noch mit reinpacken. Einfach nur so. Oh, jetzt gehen sie kaputt langsam. Solche leicht angegammelten. Ach, die machen nur Langeweile. Das ist echt okay, vor allem wenn ich draußen bin. Weil gegen Langeweile habe ich jetzt nicht so viel. Solange man in Bewegung ist, macht das nichts aus.
Moment, ist jetzt alles gekocht? Das hier noch nicht. Ich dachte, es ist auch durch. Könnte mich jetzt hier noch ein bisschen ausruhen. Ja, im totalen erschöpften Zustand ist es vollkommen egal, ob der dich ausruht oder nicht. Das bringt halt einfach nichts mehr. Unglücklichkeit plus 2, das ist alles so okay. Aus dir rein. Gut 500 Kalorien. Irgendwann muss ich dann noch mal massiv viel Wasser abkochen. Ja, ein bisschen was haben wir da drin. Ja, Holzkisten. Bauen wir doch Holzkisten als Fußboden, das ist eine gute Idee. Boden bauen dauert. Ehrlich gesagt, so ein Zweifelder breiten Vorratsraum gefällt mir nicht ganz so sehr. Wenn ich drüber nachdenke, hätte ich vielleicht doch noch eins weiter bauen müssen. Ich meine, das könnte ich reiterisch immer noch hier so dran bauen, aber das will ich irgendwie nicht. Stück für Stück gehen so auch unsere Nägel wieder weg. Eigentlich dürfte er gar nicht fett werden. Also so wie der sich bewegt. Also er könnte schon fett aussehen, aber der muss unglaubliche Muskulatur haben. Was der den ganzen Tag rumschleppt und macht. So, das Eigericht bitte. Weil dieses traurige Gesicht hier will ich weghaben. Bin sehr gespannt, was ich von der Steuer zurückkriege dieses Jahr. Und vor allem, was ich nächstes Jahr von der Steuer zurückkriege. Und ich werde auf jeden Fall was zurückkriegen. Ist immer so ein richtig schönes Gefühl, wenn du die beschissene Steuererklärung gemacht hast und dann... Okay, ich mach's dir nicht mehr selber, aber... Ich würde es aber auch nie von einem Steuermenschen machen lassen, weil die wollen halt Geld dafür. Ein Steuerberater? Nein, danke.
Wenn man sich ein bisschen mit den Sachen befasst, kann man eine Menge Geld sparen. Ich kann wirklich schon fast mit dem zweiten Stockwerk. Also, ich habe nur noch so 12 Minuten, aber ich werde heute mit dem zweiten Stockwerk anfangen. In der Aufnahme noch. Die geht jetzt zwar nur eine Stunde, aber ich krieg das hin. Ja, moderate Verletzung. Schwarze Fall da rumzulaufen. Mache ich auch im echten Leben so. Habe ich schon gemacht. Zumindest aus dem Fenster zu springen, um nicht laufen zu müssen. Aber auch nur aus dem ersten Stock. Das war aber, glaube ich, nicht so hoch wie hier. Na, laufen kann ich jetzt vergessen. Ich habe echt schon wieder fast das ganze Holz verbraucht. Wir hatten so viel Holz gemacht. Alles weg. Ohne die Eier, die ich noch habe, sehe ich dann irgendwann auch recht blöd aus, tatsächlich. Weil die geben mir gerade noch so viel, die nötigen Proteine und das nötige Fett. Mit Kohl komme ich da nicht weit, glaube ich. Okay, Kohl kann dich ziemlich weit bringen, tatsächlich in dem Spiel. Weil Kohl ist so ein Universalding. Brauchst nicht lange dafür, hält zwar auch nicht lange, aber hat viele Kalorien, hat viele Kohlenhydrate, viel Fett und viel Proteine. Zumindest ausreichend. Nicht so viel wie jetzt zum Beispiel die Eier, aber ist auch nicht verkehrt. Reicht immer noch nicht, oder? Doch, das sollte reichen. Ich denke mal, einmal kann er noch. Yay, der untere Bereich ist soweit sicher. Dann kann ich später auch nochmal Gips anrühren. Dann kochen wir noch einmal. Ja, Rennen kann ich vergessen. Ein Glück habe ich mir diesen zehnfachen Erfahrungsbonus gegeben, weil sonst, wie gesagt, ich wäre jetzt noch so weit zurück von der Erfahrung überall und das dauert dann wirklich ewig. Ja, dann erstmal nochmal kochen, richtig. Okay. Wollte nicht mehr laufen. Ah, ich kann noch zwei Türen bauen, ich brauche aber viel mehr. Ich habe wieder das gleiche Problem wie beim letzten Mal, wir gehen die Türangeln aus. Nur überlegen, wie weit wir das machen. So. Kann ich.
Sternchen. Oh. Ich steck mal hier die Tür rein. Einmal holen wir noch für heute. Dann kann ich morgen nämlich gipsen. Dann baue ich noch die Tür rein. Und dann könnte ich so... Ja, wenn ich dann noch gipse, dann sollten hier alle vier einmal wieder leer werden. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. Und ich habe wieder ein großes Stück Fortschritt gemacht. Mein Charakter braucht nur langsam ein bisschen Pause. Ja, irgendwie... haben wir so ein bisschen viel Zeug. Und ich will natürlich auch den Wald hier nicht verkommen lassen. Im Zweifelsfall verbrenne ich die ganzen Stöcke auch. Kriege ich keinen Ast mal rein, aber die ganzen Äste kann ich ja. Das sind jetzt auch 18 Kilo Äste, die ich jetzt sinnlos mit rumschleppe. Eigentlich sollte ich die alle liegen lassen und mit einem auf einen Haufen nehmen und dann mit zum Schluss mitnehmen. Dann kann ich ein paar Bretter mit mehr mitschleppen, aber andererseits, was soll's. Wir machen auch so ganz guten Fortschritt, finde ich. Verlieren bloß massiv Gewicht. Genau so. Okay, jetzt sieht es schon ganz anders aus, aber ich bin auch noch ziemlich überladen. Das macht alles schlimmer. Vielleicht gibt es einfach nur noch einen Snack für heute Abend. Und da gucken wir langsam. Das kann ich auch alles heute vorbereiten und morgen dann machen. Das geht eigentlich auch. Ah ja. Ein paar Kartoffelchen. Und nein. Machen wir ein bisschen Eier mit Pilzen zum Frühstück. Da geht überhaupt nichts drüber. Außer vielleicht noch Bacon dazu. Werde ich mir morgen früh zum Frühstück machen, glaube ich. Ah.
Verstehe ich nicht, dass du von Erdbeeren unglücklich werden kannst. So ein richtiges Schälchen mit Erdbeeren, dass du einfach mit ein ganz klein bisschen Zucker anrichtest. Einfach nur göttlich. Andererseits, ich könnte mir schon vorstellen, dass er unglücklich ist. Der arbeitet halt 7 Tage die Woche ununterbrochen. Andererseits mache ich das fast auch gerade noch. Und ich bin auch schon in so ein paar, vor allem jetzt im Winter, in ein paar depressive Episoden verfallen. Wenn du halt überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas hast. Oder das Gefühl hast, dass du überhaupt nicht vorwärts kommst. Das ist auch sehr scheiße. Junge Karotten. Oh. Die soll ich vielleicht mal rausholen. Gut, mit den Karotten kann ich bestimmt was anfangen. Ja, schon was verrottet. Oh, der Kohl ist hinüber. Ein bisschen Glück kriege ich was. Ohne Kühlschrank stehst du halt echt beschissen da. Das fällt einem sofort auf. Tatsächlich war mir das früher nicht bewusst, wie wichtig eigentlich ein Kühlschrank ist. Aber als ich auch mal ohne gelebt habe und seit ich Project Zomboid kenne, ist mir aufgefallen, ja, so ein Kühlschrank ist definitiv ein sehr wichtiges Utensil. Und ohne das? Oh, habe ich jetzt das Essen vergessen? Oh, perfekt. Ohne das wirst du halt nicht lange glücklich bleiben. So, jetzt kann ich den Kohl da reinpacken. Tatsächlich, dafür ist Kohl auch noch gut. Also was du halt nicht brauchst, schmeißt halt einfach rein. Frühstück. Ja, ich komme nicht mehr dagegen an, gegen den Gewichtsverlust. Das ist mein letztes Holz. Mehr habe ich nicht. Ich brauche eine neue Axt. Also ich müsste rein theoretisch als nächstes wieder neue Äxte machen. Klar, ich habe noch die Feuerwehr-Axt, aber trotzdem. Hier könnte sich eigentlich schon ein Fenster lohnen, tatsächlich.
Ein bisschen Licht ist vielleicht nicht verkehrt. Will ich hier ein Fenster drin haben? Ja, eigentlich ja schon. Muss nur aufpassen, dass ich nicht durchkletter aus Versehen mal. So, jetzt brauche ich eine Kelle. Ich habe da mal was falsch hingepackt, sehe ich gerade. Die verrotteten Sachen sollten hier rein. Irgendwo gab es Gips. Hier mal Gips. Ach, geht nicht, weil... Ja, so ein Gips einmal ist halt nicht leicht. Ziehe ich noch kurz durch heute und dann habe ich wieder ein ganz großes Teil geschafft. Verputzen. Gips auf eine Wand aufgetragen habe ich, glaube ich, noch nie, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe schon viele Sachen gemacht. Aber ich glaube, eine Wand vergipst habe ich, glaube ich, noch nicht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Müsst ihr übrigens aufpassen, dass ihr nicht eine Wand vergipst, die schon vergipst ist. Da verschwendet ihr Gips. Es geht von der anderen Seite. Das ist so eine Sache, das mich tatsächlich bei dem Spiel so ein bisschen stört. An manchen Stellen. Kommst du dann nicht mehr hin, richtig, um sie entsprechend zu machen. Dann sucht die Wegfindung halt was an, einen Weg, der eigentlich unlogisch wäre. Sowas. Oh ja, ich habe noch so viel Gips übrig. Das hat früher nie so lange gehalten. Okay, ich will jetzt mal wissen, wie viel das rausnimmt. Hängt das damit zusammen, dass ich eine Kelle habe? Ja, ich glaube, durch die Kelle verbrauche ich weniger. Weil das hat sonst immer nur 2,0 verbraucht. Deshalb brauche ich so 0,9 immer.
Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das eintrocknen kann, aber ich glaube, da muss ich hier so einen Außenbereich ziehen, damit ich dran arbeiten kann. Na, ich gucke doch erstmal im Inneren weiter. Fast 4 Kilo ist schon echt viel. Einfach mal 2,5 Kilo essen und trotzdem noch zu wenig zu essen haben. Oder zu wenig gegessen haben. Ja, reduzierte Stärke und Geschwindigkeit. Das Problem, wenn du verletzt wirst. Aber es ist ja eigentlich gerecht, weil je schlechter es dir geht, umso langsam und schwächer wirst du logischerweise auch. Das war jetzt aber nicht dein Magen, oder? Das kann nicht sein. Ich glaube wirklich durch die Kelle spart man eine Menge Gips. Ich habe die nur genommen, weil ich nicht... Ich glaube, ich habe das früher ohne Kelle gemacht. Und wie gesagt, dann brauchst du halt 2 Kilo Gips. Das ist so viel schlimmer ohne Kelle. Da hast du ja fast den... Du hast ja sogar mehr als den doppelten Verbrauch. Das ist echt übel. Gut, bauen wir eine Art Wartungsgang. Sieht zwar kacke aus, aber komme ich nicht rundherum. Ach, mit einmal geht's von innen. Ich lasse jetzt trotzdem mal. Das hier geht... Ach, ich kann es nicht rausnehmen. Ich verstehe. Ah, ich dann über die 50 Kilo komme. So, das bauen wir jetzt noch und dann ist gut für heute. Dann verputze ich noch kurz. Ist das Problem vom Zukunftswichtel, das dann vernünftig zu machen. Ja, sieht doch... Wird doch langsam, oder? Vor allem, wenn ich die zweite Etage dann soweit fertig habe... Kommt noch eine Etage drauf und vielleicht noch auf der Garten ist und dann noch eine nicht mal halbe, aber nur so als Regenschutz und dann ist das Haus fertig. So weit war ich in dem Spiel noch nie mit dem Hausbau. Habe ich noch was zum Essen? Der bleibt auf jeden Fall im Inventar. Es bleibt alles im Inventar. Jetzt soll ich mir auch einfach... Ach hier. Ich denke mal, das kann auch erstmal weg.
Kochtopf. Ein Monat und 10 Tage in der Apokalypse. Ah ja. Gut, dann halt Kartoffelsuppe mit Ei. Beim nächsten Mal stopfe ich ihn nur noch mal mit Essen voll. Und dann gibt es den nächsten Tag noch mal was zum Kochen. Ah ja. Die Pilze bleiben für die Bratpfanne übrig. Es wird weniger. Halt, hätte der Pilz geht da noch rein. Ist hier irgendwas verrottet? Oh ja, ist hier die Erdbeeren schlecht. Kartoffeln, ein paar Karotten bloß noch, primär Eier bloß noch. Ein Großteil meines Zeugs ist halt wieder verrottet. Naja, ich muss nur noch dran denken. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Project Zombie für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.